Es ist 5:12. Zeit für die Frage, wie es um die katholische Kirche steht. So, Punkt 5:12 am heutigen Mittwoch, dem 12. Oktober. Wir starten die Oktoberausgabe unseres Formats hier im Ludwig-Windhorst-Haus 5:12. Wie steht es um die katholische Kirche? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des LWH, schön, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von 5:12. Mein Name ist Michael Brendel, ich bin Studienleiter im Ludwig-Windhorst-Haus und dort unter anderem für den Bereich Theologie zuständig. Wir thematisieren heute zwei der schönsten Sachen der Welt, nämlich unseren Glauben und Fußball und was sie miteinander zu tun haben. Und das könnte so einiges sein. Immerhin gibt es Fans, die zum Stadion ihrer Lieblingsmannschaft hinpilgern. Dann gibt es dann choralhafte Fangesänge in den Reihen zu hören. Es gibt Kapellen in Stadien, wo die sich möglicherweise dann trauen, wenn sie heiraten oder ihr Kind taufen lassen. Und einige Fußballfans finden im Sarg mit den Farben ihres Lieblingsvereins dann ihre letzte Ruhe. Ich bin sicher, unser Gesprächsgast hat noch einige weitere Beispiele auf Lager. Auch Sie sind eingeladen, sich zu beteiligen. Schreiben Sie dazu Ihre Fragen einfach in die Frage- und Antwort-Rubrik. Das finden Sie in der App unter F und A, dieser, wo die beiden Sprechblasen zu sehen sind. Die Fragen können wir dann mit ins Gespräch einbinden. Aufgrund der Kürze des Formats bitte ich aber jetzt schon mal um Verständnis, wenn nicht alle Fragen unterkommen können. Denn um 12.30 Uhr ist hier Schicht im Schacht. Und bei Ihnen vielleicht Mittagessen. Und noch ein weiterer Hinweis, dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie sich per Chat zu Wort melden, wird nur das, was Sie geschrieben haben, von mir übersetzt aufgenommen. Aber Sie müssten Bescheid wissen, dass eben das hier komplett aufgezeichnet wird, weil wir es hinterher nämlich auf unserer Homepage und auf YouTube noch einmal zum Nachsehen bereitstellen. Nun aber zu unserem heutigen Gesprächsgast, lieber Herr Dr. Probst von der Uni Tübingen. Sie sind mit uns verbunden. Ganz herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Mittag. Ich erzähle Ihnen kurz ein bisschen was über unseren Referenten. Hans-Ulrich Probst wurde 1988 in Bad Mergentheim geboren und ist wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für praktische Theologie an der Uni Tübingen. Sie gehört zur evangelisch-lutherischen Fakultät der Universität. Seine Schwerpunkte sind Seelsorgelehre und Pastoraltheologie. Herr Probst hat evangelische Theologie und Judaistik in Berlin, Tübingen und Jerusalem studiert und während seiner Promotion für die evangelische Landeskirche in Württemberg in den Bereichen Populismus und Extremismus gearbeitet. Sein Dissertationsprojekt, das er uns heute vorstellen wird, trägt den Titel Fußball als Religion, eine lebensweltanalytische Ethnographie. Und genau so heißt auch das Buch, das im Transkript Verlag erschienen ist. Es war offensichtlich ein erfolgreiches Projekt, denn im September letzten Jahres hat Hans-Ulrich Probst seine Promotion mit Summa Cum Laude abgeschlossen und im Juli diesen Jahres auch noch den Promotionspreis der Uni Tübingen dafür eingeheimst. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu, lieber Dr. Probst. Und wenn die Vorstellung Ihrer Vita und Ihres Werdegangs richtig war, ich sehe weder einen Kopfschütteln noch einen traurigen Smiley oder einen Daumen runter Emoji, dann können wir gerne loslegen mit dem Thema Fußball und Religion und was das miteinander zu tun hat. Herr Probst, Sie haben intensiv zur Fankultur im Fußball geforscht und dabei Parallelen zu Religionen entdeckt. Was ist da rausgekommen? Wie würden Sie die Ergebnisse Ihrer Forschung zusammenfassen? Gibt es einen Fußballgott? Wenn wir sozusagen die Parallelen von Fußball, Fankultur und Religion uns anschauen, dann gilt es als Theologe oder auch als Religionssoziologe, Religionswissenschaftler, sagen auch nochmal den Religionsbegriff zu schärfen und danach zu fragen, was verstehen wir eigentlich unter Religion? Der alltägliche Gebrauch von dem Begriff der Religion ist ja stark auf die Religionsgemeinschaften, auf die Institutionen Kirche andere Religionsgemeinschaften bezogen. Innerhalb der Religionssoziologie, aber auch dem Zweig der praktischen Theologie, in dem ich meine Promotion verortet habe, ist sozusagen ein offenerer Begriff von Religion vertreten. Und den habe ich auch sagen in meiner Promotion versucht stark zu machen, dass wir mit der Moderne Transformationsmomente haben von
von dem Phänomen, was wir als Religion bezeichnen. Dass das nicht mehr nur in den religiösen Institutionen zu Hause ist, sondern wir das auch in anderen kulturellen Feldern beobachten können. Das heißt, dass wir religiöse Fragestellungen, religiöse Herausforderungen oder Herausforderungen von Menschen, die religiöse Deutung, religiöse Beantwortung benötigen, dass wir das eben nicht mehr nur im Kontext der Kirche finden, sondern das eben auch in anderen Pop- oder auch hochkulturellen Feldern sehen, wenn wir uns die Kunst betrachten, wenn wir uns Literatur betrachten, wenn wir aber eben auch Phänomene wie die Fankultur uns anschauen, können wir nachvollziehen, dort werden Funktionen von Religion erfüllt. Und als da wären die Frage nach dem Woher und Wohin, also woher komme ich als Mensch, wohin gehe ich als Mensch, dass das nicht eine Frage ist, die letztlich nur noch in den Kirchen verhandelt wird, sondern die allgemein in unterschiedlichen Feldern eben beantwortet wird. Und das finden wir auch im Kontext der Fankultur. Das hört sich vielleicht etwas abstrakt an. Ich kann das gerne etwas deutlicher machen. Wenn Biografiearbeit konkret wird, wenn Menschen ihre eigene Identität, ihre eigene Biografie an das Fanobjekt, also an den Verein, an das eigene Team, das unterstützt wird, gebunden wird. Ein ethnografischer Partner hat mir in einem Gespräch gesagt, das ist Heimat für mich hier, das ist die erste positive Erinnerung, die ich überhaupt an diese Stadt habe. Als ich neu zugezogen bin in die Stadt, habe ich sozusagen hier meinen eigenen Anknüpfungspunkt gefunden. Anderes Beispiel, Trauerarbeit, dass Fans mit Todesfällen in der eigenen Familie, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis ins Stadion kommen und diese Trauer dort weiterverarbeitet wird, die Trauer dort bearbeitet wird. Das sind klassische Funktionen der Religion, der Sinndeutung, der existenziellen Fragen, die auch im Kontext der Fankultur erkannt werden können. Dazu gelegt noch ein hochritualisierter Ablauf eines Spieltages. Da habe ich versucht, sagen, wirklich kleinteilig mal zu bestimmen, wo liegt da eigentlich Sinn und wo liegt Bedeutung für die Fans inne, wenn sozusagen so ein ritualisierter Spieltag durchgeführt wird. Da kommen wir vielleicht auch im Verlauf des Gesprächs noch mal drauf, weswegen das eigentlich so eine Attraktivität hat. Dritter Punkt ist Alltagsbedeutung von der Fankultur. Das bezieht sich nicht nur auf den Spieltag, es bezieht sich nicht nur auf diese Sinnfragen, die ich angerissen hatte, sondern ich habe nachvollziehen können, Fankultur ist eine Sache, die den Alltag über auch präsent ist. Also sagen Vorbereitung, Nachbereitung des Spiels. Das sind Dimensionen der Alltagsstrukturierung, die über die Fankultur eben auch stattfinden. Das sagen so als ganz grobes Bild von dem, was ich versucht habe, etwas ausführlicher in der Promotion sagen zu beschreiben. Herzlichen Dank. Also da sind schon ganz, ganz viele Dinge drin. Dieses Buch, wo Ihre Arbeit drinsteht, ist auch ein dickes Buch. Also da ist jede Menge drin zu finden. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Wenn ich das dann mal versuche zu deuten, also Religion ist Fußball nicht für die Fans, aber ist Fußball-Fansein denn eine Glaubensgemeinschaft? Würden Sie da zustimmen? Ich würde es eher als eine gelebte Religion, also sagen, das Konzept der gelebten Religion grenzt sich eben ab von dem der Religionsgemeinschaft. Und diese gelebte Religion hat auf der einen Seite vergemeinschaftende, also sagen, hat Anbindung an Gemeinschaft der Fans in den unterschiedlichen Fangruppierungen, in den unterschiedlichen Fanlebenswelten. Das ist nichts, was organisatorisch oder institutionell gefasst werden würde, sondern unterschiedliche kleine Gemeinschaften, in denen eben diese religiösen Fragen auch verhandelt werden. Die gelebte Religion zeichnet sich dadurch aus, dass sie individuelle Sinndeutungen eröffnet. Also sagen, dass das nicht nur auf eine Antwort oder ein Deutungsparadigma sagen, in diesem Rahmen der Fankultur wir zu erkennen in der Lage sind, sondern dass da ganz individuelle Deutungen vorhanden sind, ganz individuelle auch Bedeutungszusammenhänge, die es zu entflechten gilt oder die wir dann sagen als Außenstehende auch zu deuten haben.
Das mit dem Sinn hat mich etwas überrascht, dass tatsächlich auch eine Sinndimension in den, in dem Fußballfan sein, in der Anhängerschaft eines Vereins liegen kann, gerade wenn es auf die großen Fragen des Lebens geht. Also da war ich skeptisch, und es gibt auch einen anderen Theologen, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, Thorsten Kapperer. Er sagte, eines der wesentlichen Merkmale der Religion ist, anders als beim Fußball, dass eben die letzten Sinnfragen nicht beantwortet werden im Fußball. Würden Sie ihm da widersprechen oder meint er was anderes? Ja, an dem Punkt sind wir tatsächlich, sagen, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Und ich habe zumindest das empirische Material, was ich sage, als Ethnograf in den 3 Jahren, in denen ich mit den Fans unterwegs war, also sagen zu den Heimspielen, zu Auswärtsspielen, zu Stammtischen, mit Ultras, nachts um die Häuser gezogen. Das war so ein bisschen meine wissenschaftliche Tätigkeit in den vergangenen Jahren. In dieser Phase habe ich eben immer wieder dann doch ja, auch gesehen, dass diese Sinnfragen zumindest in dem Kontext der Fans mitverhandelt werden. Also sagen, dass da nicht einfach eine Leerstelle da ist, wenn Personen keine Anbindung an Kirche haben oder an andere Religionsgemeinschaften, sondern dass die Sinnfragen vielleicht nicht in der elaborierten Art und Weise, nicht in der theoretisch reflektierten Art und Weise, wie wir es in der Theologie betreiben, durchgeführt werden, aber die Sinnfragen eben mit hineingenommen werden in die eigene Fankultur. Das kann an einzelnen Beispielen auch nochmal deutlich gemacht werden. Also wenn beispielsweise ein Fan mir schildert, Ehemann verstorben, sie findet erst nach dem Tod des Ehemannes Zugang zu der Fankultur, trägt aber dann das Trikot des verstorbenen Mannes, sagen, auf und trägt dieses Shirt oder dieses Trikot im Lauf der Spieltage und sagt zu mir, das ist Erinnerungsarbeit an meinen Mann. Dann ist es für mich, sagen, Auseinandersetzung mit dem Tod, mit dieser kontingenten Erfahrung von dem Verlust eines lieben Menschen, der von der Funktion her im Kontext der religiösen Sinnarbeit steht. Also sagen, da wird ein Tod verarbeitet, da wird ein Tod auch und der Verlust eines Menschen in irgendeiner Art und Weise auch mit Sinn gedeutet, dass gesagt wird, ich kann seine Rolle einnehmen oder ich kann mich hier an ihn erinnern, das war das, was ihm wichtig war, ich führe das in einer Art und Weise fort. Da würde ich durchaus sagen, das sind Sinndimensionen, die dort erkennbar werden. Das heißt, Sinnstiftung, vielleicht nicht sagen der theoretisch abstrakte Begriff, der Verweis auf ein theoretisch abstraktes Konzept, sondern wirklich die alltagsweltliche, die lebensweltliche Ausdeutung von Krisensituationen, aber auch von Biografie grundsätzlich. Sie haben gesagt, Sie seien nachts mit Ultras um die Häuser gezogen. Das stelle ich mir eine ganz interessante wissenschaftliche Aufgabe vor. Das haben Sie ja vermutlich mit Fans verschiedener Vereine gemacht. Haben Sie feststellen können, dass es da Unterschiede gibt bei den Vereinen? Also zum Beispiel im ländlichen Raum, wo ja eine Anbindung an Kirche in der Regel noch höher ist als im urbanen Raum, dass dort diese Parallelen deutlicher spürbar waren? Oder ist das für Ihre Fragestellung gar nicht relevant gewesen, wo diese Vereine sind und wem die Fans anhängen? Also ich habe mich tatsächlich, sagen, auf unterschiedliche Fangruppierungen, Fangemeinschaften bei einem Verein konzentriert, der, sagen, eine große Varianz oder eine große Vielfalt auch innerhalb der Fankultur hat. Und das ist auch so eine Erkenntnis der Fanforschung, dass da durchaus vergleichbare Momente drin sind. Also ob ich beim VfB Stuttgart oder beim SC Freiburg oder nehmen wir einen VfL Oldenburg sagen in ihrer Region sagen betrachte, dann Osnabrück, ne? Ist, Osnabrück ich, und Meppen, ja? Es war Meppen. Und natürlich, also. Natürlich. Fußballzentrum. Aber auf jeden Fall gibt es da die Erkenntnis, dass da auch Dinge, sagen, strukturell ähnlich gelagert sind. Von daher habe ich mich, sagen, auf eine Fanszene konzentriert. Aber die Frage nach religiöser Anbindung ist in Stuttgart pietistisch geprägt durchaus auch vorhanden. Und da war die Wahrnehmung, dass tiefgläubige Menschen, die, sagen, am Sonntag in die Kirche gegangen sind, in der katholischen oder in der evangelischen Kirche zu Hause sind, sich in nichts dem oder in nichts nah, sagen, da weniger, sagen, mitgehen können in einer Begeisterung, in auch, sagen, einer Bindung innerhalb einer Fankultur oder an den Verein als nicht
Christen, die nicht die Anbindung an der Religionsgemeinschaft haben. Und interessant ist dabei zu sehen, dass sich sagen, diese Sinndimension, auf die ich hingewiesen hatte, durchaus wie so in so einem Bricolage, also wirklich in einem Moment von, da wird Identität individuell zusammengestückelt und da wird Identität und Sinn bearbeitet, ganz, also wirklich hoch individuell zusammengesetzt wird. Dass das keine Aufgabe oder keine Situation ist, in der die Kirche die einzige Antwort hätte auf Lebensdeutungsfragen, sondern dass da ganz individuell versatzstückweise auch Leben gedeutet wird. Und das lässt sich durchaus auch in christlichen Fanclubs, die ich auch im Kontext von dem Verein, in dem ich ethnografiert habe, auch feststellen, dass die Begeisterung für den Verein da ist, die Teilnahme an dem Ritual des Spieltages vorhanden ist und gleichzeitig auch sozusagen der Common Ground ist, wir machen das als Christinnen und Christen. Und ich würde sagen, das ist zeitdiagnostisch durchaus interessant, dass da die Widersprüche auch sagen individuell auch stehen gelassen werden können, also sagen, oder die Spannungen, die da auch vorhanden sind. Und das sagen ganz gut auch zusammengefügt werden kann. Würden Sie sagen, das ist ein Zeichen der Zeit, dass also Antworten nicht nur in Religion gesucht werden, sondern auch in anderen lebensweltlichen Dimensionen, wie zum Beispiel der Fankultur, der Vereinszugehörigkeit? Also dass das vielleicht eine Sache ist, die vor 100 Jahren noch anders war? Absolut. Also das ist, glaube ich, eine Zeitdiagnose, die in der Religionssoziologie oder auch in den in der Beschreibung von was ist Moderne da auch wiederzufinden ist, dass wir Individualisierungsmomente erleben, dass sich sagen religiöse Phänomene pluralisieren, dass es eben die Moderne oder die Postmoderne keine Zeit ist, in der einfach sagen wir in eine säkulare Zeit hineinschreiten, sondern dass die religiösen Fragen weiterhin verhandelt werden, aber ich würde fast sagen demokratisiert sind und sich individuell neu fassen lassen, neu ausgestaltet werden. Und das ist tatsächlich ein Ausdruck von gesellschaftlicher Transformation, gesellschaftlichem Wandel, der auch im Feld der Religion sichtbar und spürbar ist. Meinen Sie, die Kirchen könnten davon etwas lernen, von dieser Art der Glaubensausübung? Also für die Kirchen ist es ich würde sagen, eine gewisse Herausforderung, fast Dilemma-Situation, weil wir natürlich versuchen, als Christinnen und Christen, das heißt, also sagen, da sind wir ökumenisch ja ganz einig, sagen, nah bei den Menschen zu sein, die Fragen der Menschen zu verhandeln und die Fragen der Menschen auch aufzunehmen, existenziell zu deuten. Ich habe in meiner Arbeit stark für sozusagen einen Impuls geworben, dass ich von Seiten der Kirchen auch lebensweltlich nahe die Fragen der Menschen auch aufgenommen werden. Und das bedeutet, dass wir anerkennend die soziale Lebenswelt der Fans auch so stehen lassen und nicht als defizitär beschreiben. Also dass wir nicht sagen, das, was dort in der Fankultur passiert, ist Ausdruck von Häresie, ist Ausdruck von einer Form von gelebter Religion, die wir nur ablehnen können, sondern dass sagen, diese Fragen der Sinndeutung, der existenziellen, der Biografiearbeit, die dort vorhanden ist, der Dinge, die für Fans wichtig sind, wir im Kontext der Seelsorgearbeit, der Pastoralarbeit auch aufgenommen werden und als Teil der Identitätsarbeit und Identitätsstiftung der Menschen sagen, so akzeptiert wird. Dass wir sagen, als Teil der Kirche darauf eingehen und fast diesen Moment des Heretischen, würde ich durchaus sagen, also sagen, dass wir Christliches und Elemente der gelebten Religion zusammenbinden in Momenten der Seelsorge oder in Momenten der öffentlichen Kommunikation von christlicher Religion, dass das sagen die Herausforderung oder die Schwierigkeit zunächst mal darstellt für die kirchlichen Funktionsträger, Funktionsträgerinnen. Gleichzeitig, also sagen, das wäre der Wunsch oder der Impuls,
lebensweltlich nahe zu arbeiten im Raum der Kirche und dabei auch von der eigenen Deutung in gewissen Fällen auch zurückzutreten, zu sagen, da haben Menschen ihre eigene Lebenswelt, die wir positiv versuchen aufzunehmen und in ein christliches Gerüst auch mit einzubeziehen. Die Chance, die ich aus dem Kontext der Fans wahrnehme, ist tatsächlich die unglaubliche Stärke des Rituellen. Also sagen der ritualisierte Ablauf des Spieltages, der für Fans eine unglaubliche Attraktivität hat, daran teilzuhaben, ist, glaube ich, sagen, durchaus eine Vorlage, danach zu fragen, wie werden eigentlich Rituale bei uns im Raum der Kirche durchgeführt? Und da, glaube ich, ist das Bild des ritualisierten Spieltages Ausdruck von einer ganz kleinteiligen und auch individuell praktizierten Ritualabfolge, die Veränderungsmöglichkeiten mit sich bringt. Also sagen, dass die einzelnen Fans sich selber als Akteure dieses Rituals wahrnehmen können und da selber auch Veränderungen durchführen können. Das ist, glaube ich, sagen die Chance, die wir auch im Raum der Kirche stärker bedenken müssen, welche Kraft hat das Ritual als Gegenüber zum Alltag, das Festive, dass es gefeiert wird, aber vor allem das individuelle Bedürfnisse darin auch vorkommen können. Das ist eine Herausforderung, sagen, das statische Ritual aufzulösen oder statische Rituale wirklich als Moment der Beteiligung zu verstehen. Das ist, glaube ich, auch sagen, eine Ebene, wo wir was lernen können, wo wir was. Also Demokratisierungsprozesse auch im Bereich der Abfolge von Ritualen, also klingt sehr spannend. Ich glaube, da würden fast alle mitgehen, wenn man das als Wunsch an unsere Kirchen richten dürfte. Es käme möglicherweise, wenn ich diesen Vergleich weiterdenke, Fußball und Religion, an eine Grenze, glaube ich. Und zwar geht es bei Fußball ja immer um Rivalität. Rivalität zwischen den Vereinen, Rivalität zwischen den Fangruppen, die oft um einiges mehr gesteigert ist als bei den Spielerinnen und Spielern selbst. Da hängen irgendwelche Banner im Stadion, die anderen verunglimpfen. Da werden Fangesänge angestimmt, die oft unter der Gürtellinie sind. Also im ökumenischen und interreligiösen Dialog vermeiden wir aber die Rivalität gerade oder wollen sie gar nicht erst aufblitzen lassen. Haben wir da ein Abgrenzungsmerkmal, also wo dieser Vergleich einfach ans Ende kommt? Oder wo würden Sie sehen, da können wir eben nicht mehr weiter von einem Vergleich sprechen? Also zunächst muss ja konstatiert werden, dass die Rivalität ein Ausdruck von der Frage, wer sind wir, wer sind die anderen, wo laufen da die Grenzen, also sagen wir klassischer Moment von auch Selbstbestimmung auch stattfindet. Das ist im Kontext der Fankultur natürlich hoch emotionalisiert. Das sind teilweise gewachsene Rivalitäten, die eine gewaltförmig ausgelebt werden, die wenig sozialethische Reflexion und Nachdenklichkeit zum Ausdruck bringen, insbesondere im Kontext der Jugendszenen, die wir im Stadion sehen und der Hooligan-Szenen, die ja glücklicherweise seit den 90er Jahren auch sagen, aus vielen Stadien auch abgelöst wurden mit einer dominanten Ultraszene, die da, glaube ich, etwas weniger gewaltaffin unterwegs ist, als das in den 90er Jahren die Hooligans waren. Aber nichtsdestotrotz, da ist ganz viel Abgrenzung und ganz viel, sagen auch Diffamierung mit dabei. Und Sie sprechen den interreligiösen Dialog oder die ökumenische Arbeit an. Das sind auch Beispiele dafür, dass sagen, durch eine Reflexion und durch eine Nachdenklichkeit genau diese Rivalitäten abgebaut werden können und sich da tatsächlich auch sagen, die zwei Phänomenbereiche kirchliche Arbeit und Fankultur deutlich unterscheiden. Also vor allem, wenn wir uns auf die Fankultur in denen diese Rivalitäten hochgehalten werden, beziehen.
Gleichzeitig müssen wir auch konstatieren, die Religionen haben Gewaltpotenzial in ähnlicher Weise, dort, wo auch, sagen, die Abgrenzung stark gemacht wird, dort, wo mit fundamentalistischen Momenten auch, sagen, die Wahrheitsgehalte stark gemacht werden und das nur für die eigene In-Group oder Wir-Gruppe darauf bezogen wird und, sagen, die Wahrheitsmomente der anderen Gruppierung, sagen, abgelehnt oder negiert werden. Da würde ich durchaus sagen, da gibt es auch innerhalb der gewissen Strömungen, innerhalb der institutionalisierten Religionen ähnliche Phänomene der Rivalitäten, der Abgrenzungsformen. Da ist die große Herausforderung, das würde ich auch sagen, den Fanszenen zumindest für die Momente jenseits des Spielfeldes. Also sagen, wenn das im Stadion passiert, dann ist das ein Ausdruck von auch von über die Stränge schlagen, und das Ekstatische ist da, sagen, konstitutiv notwendig, dass überhaupt Fankultur gelebt wird. Aber sagen, jenseits davon darf es nicht zu den Gewaltexzessen kommen, auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, können wir lernen, kann die Fankultur auch lernen aus dem Kontext der institutionalisierten Religion, wie Rivalitäten, wie Abgrenzungsmomente auch abgebaut werden. Und das geschieht durch Kontakt, Begegnung und Rationalität. Das wäre eine schöne Perspektive, ja, wenn wir da tatsächlich beide voneinander lernen könnten, die Kirche und die Fankultur. Ich möchte die Teilnehmenden, die hier zuschauen, noch einmal aufrufen, wenn sie Fragen haben oder ein kurzes Statement, dass sie das machen über den F&A-Knopf in ihrer App oder auch im Browser, je nachdem, wo sie uns jetzt hier begleiten. Dort können Sie eine Frage stellen, die wir dann möglicherweise, wir haben ja eine begrenzte Zeit hier, ich versuche es aber unterzukriegen, dann auch mit ins Gespräch einflechten. Vorab möchte ich nochmal auf die Spielerinnen und Spieler gucken, wobei ich jetzt bei meiner zugegebenermaßen nicht allzu ausführlichen Recherche, ich habe nicht alle Fußballspiele angeguckt, festgestellt habe, es sind vor allem Männer, die tatsächlich auch religiöse Rituale auf dem Platz vollführen, die ich als klassisch religiös, klassisch christlich sogar bezeichnen würde. Wenn also ein Spieler die Hände zum Himmel reckt, so als würde er beten, oder wenn Spieler sich beim eingewechselt werden oder vorm Elfmeter bekreuzigen, hat das irgendwie Einfluss darauf, diese gelebte, wahrscheinlich wirklich christliche Religiosität auf die rituellen Handlungen der Fans? Ich habe das eher als ein brüchiges Verhältnis wahrgenommen, als sagen, dass die religiösen Äußerungen oder symbolhaften Handlungen auf dem Feld keine zentrale Bedeutung für die Fans genommen haben. Also sagen, dass das nicht in einem Modus von Mimesis, also sagen, dass das angeeignet wurde im Kontext der Fans, sondern dass die Sinnstiftung tatsächlich in erster Linie sich auf die Fankultur selbst bezieht. Und innerhalb der, des stabilen Gerüsts der Fanszene auch zu verorten ist. Das Verhältnis zwischen Spielern und Fans ist eins der Wertschätzung, gegebenenfalls auch der Sakralisierung, also sagen, dass Körperlichkeit, dass besonderes technisches Geschick etc. auch wirklich sagen, in einer Art und Weise beschrieben wird in Einzelkommentaren, die religiöse Semantik zum Ausdruck bringt und dementsprechend auch sagen, Format der Sakralisierung auch dort erkennbar werden in dem Verhältnis Fanspieler. Aber das ist ein unglaublich brüchiges Verhältnis der Sakralisierung, weil wenn wir uns anschauen, was passiert, wenn Spieler den Verein verlassen, was passiert, wenn Spieler sich in den sozialen Medien, aktuelles Beispiel Leon Goretzka bei den Bayern, der sagen, sich mit einem Kommentar in sozialen Medien plötzlich bei den eigenen Fans in die Nesseln setzt und angefeindet wird, dann ist das wirklich sozusagen ein brüchiges Verhältnis. Dementsprechend würde ich sagen, das kann dieses Verhältnis kann Sakralisierungen zum Ausdruck bringen, die aber letztendlich immer wieder auf die Fanszene selbst oder in die Fanszene selbst, in der Fanszene selbst neu verhandelt werden. Und dementsprechend ist das kein stabiles Verhältnis. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig die Anknüpfungspunkte gesehen, dass sagen so einzelne
religiöse Handlungen von Spielern auf dem Feld sagen, aufgenommen worden wären. Sehen Sie das denn bei den Kapellen, die es auf vielen Stadiongeländen gibt, wo wirklich ja Trauungen stattfinden oder auch Taufen stattfinden? Da ist die Verbindung noch ziemlich deutlich oder auch nicht? Doch, also da würde ich sagen, das ist so ein schöner Kontaktbereich der kirchlichen Arbeit mit der Fankultur, wo das auch ausgelebt und Konkretisierung findet, dass mit der Aufnahme der lebensweltlichen Themen von Fans, sagen auch wirklich positiv kirchliche Arbeit gestaltet werden kann. Und das sind die Fankapellen, sind ein Beispiel davon, dass das gelingen kann. Und das ist ja an den unterschiedlichen Orten, sei es in Frankfurt oder in Berlin, ist das auch ein Ausdruck von guter Kontaktfläche, dass wir uns da, also dass kirchliche Arbeit und Fankultur sich tatsächlich auch da treffen können. Und dementsprechend wäre das in meinen Augen sozusagen ein positives Beispiel, wie auch die kirchliche Arbeit, dass ich ohne Anbieter zu sein, sondern wirklich lebensweltsensibel auch Fragen und Themen der Fans auch aufgreifen kann. Jetzt kann ich Ihnen eine Frage nicht ersparen, Herr Probst, und zwar die Gretchenfrage. Wie hatten Sie es denn mit dem Fußball? Sprich, zu welchem Stadion pilgern Sie denn hin, wenn Sie nicht als Forscher unterwegs sind? Ja, das ist mittlerweile etwas schwierig. Ich habe, das hatten Sie vorhin gesagt, in Berlin studiert und hatte dort eine Dauerkarte in der Alten Försterei, als Union Berlin noch in der zweiten Liga gespielt hat. Und habe aber seitdem wir zwei Kinder haben und die in die geografische Distanz von Tübingen nach Berlin gezogen sind, habe ich die Dauerkarte leider weitergeben müssen und bin aber, wenn ich in Berlin bin, sehr gerne in wirklich diesem ganz besonderen Ort der Alten Försterei. Da bin ich überhaupt erst auf das Thema gekommen, der gelebten Religion in der Fankultur. Da bin ich darauf aufmerksam geworden, wie während der Halbzeitpause der Stadionsprecher sagen, verstorbene Fans abgekündigt hat und es ein andächtiges Schweigen unter vielen Fans erkennbar war, die sagt wieder in der Beantwortung von diesen Todesnachrichten, Eisern Union, Eisern Union, Eisern Union, sagen da ihre eigene Fansprache eben auch darauf angewendet haben, dass der Stadionsprecher sozusagen eine Unionwolke beschrieben hat, auf der jetzt die Verstorbenen sitzen, etc. pp. Also sagen, das könnte man auch nochmal vertiefen, wie da Trauerarbeit im Kontext von Union Berlin stattfindet. Da bin ich überhaupt erst auf das Thema gekommen und seitdem dem Verein auch sehr verbunden und natürlich aktuell ganz glücklich, wie das läuft. Vergangenen Sonntag habe ich noch ein Auswärtsspiel in Stuttgart mit 3 Punkten miterleben dürfen. Es ist interessant, dass gerade ein Verein aus Köpenick, einer eher atheistischen Region, ja, dann Sie dazu anstiftet, sowas auch näher zu betrachten. Und Herr Dr. Probst, Sie sind ein fürchterlich sympathischer Gesprächsgast. Und seit Sie Union Berlin erwähnt haben, sind Sie mir persönlich noch eine Ecke sympathischer, weil das natürlich auch mein erster Verein war, den ich während meines Studiums und meiner Tätigkeit damals beruflich kennengelernt habe und es was nicht gepackt hat. Also es gibt andere Vereine auch, die Ähnliches bieten, die können einfach eine Tiefe, ja, fühlt sich irgendwie aufgenommen. Und da habe ich auch, sagen wir mal, religiöses Mittun habe ich da durchaus auch wahrnehmen können, tatsächlich. Für mich als vorher mit Fußball nicht unbedingt aufgewachsener Mensch, ja. Gut, aber wie gesagt, es gibt viele andere Vereine, die auch schön sind und Heimat bieten. Die haben ein paar wir auch erwähnt hier in der Region und bei Ihnen natürlich auch. Ich würde Sie am Schluss bitten, einen Satz zu vervollständigen und da spontan darauf zu antworten. Ich gebe Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor. Die Wahrheit liegt A auf dem Platz oder B im Evangelium. Im Evangelium. Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Probst. Aber? Ja, gut, das ist natürlich sagen, das ist eine Fragestellung, die genau das
auch zum Bröckeln bringt, was ich versucht habe, sagen, von Kontaktfläche und Begegnungsbereichen sagen, auch zum Ausdruck zu bringen. Ich würde aber sagen, nicht auf dem Platz, sondern wenn, dann neben dem Platz, also sagen, da, wo Fankultur gelebt auf wird. Den Rängen. Die Wahrheit liegt auf den Rängen. Ein Stückchen hoffen wir es für alle Fans. Lieber Dr. Probst, im Namen des LWH und allen Teilnehmenden an diesem digitalen Talk darf ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit danken und für den Einblick in Ihre Forschung und für die wirklich interessanten Gedanken bezüglich von des Verhältnisses von Fußball und Religion und Glaubensauslebung. Die bringen mich zum Nachdenken. Also nicht nur beim nächsten Unionsspiel, sondern grundsätzlich, wenn ich an die Gespräche auch bei uns im Haus zum Beispiel denke, die sich auch mitunter um Fußball drehen, ja, und schlicht und ergreifend da eine ganz enge Anbindung an das Glaubensgut Fußball, ja, zu spüren ist. Das werde ich jetzt mit anderen Augen sehen. Herzlichen Dank dafür. Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind bei unserem digitalen Talk 5 vor 12. Ich darf an dieser Stelle auf eine weitere Online-Veranstaltung hinweisen. Digitalk@LWH, die Afterwork-Akademie, findet am 18. Oktober statt, also am nächsten Dienstag von 17 Uhr bis 17.45 Uhr. Da geht es um die Frage, wie kommen wir energiesicher durch den Winter? Auch das ist eine ganz aktuelle Frage, wie alle Fragen, die in diesem Format abgedeckt werden, Digitalk@LWH, einmal im Monat. Und der Gesprächspartner ist Thilo Schäfer, der beim Institut der Deutschen Wirtschaft arbeitet und dort den Bereich Digitalisierung und Klimawandel leitet. Eine Anmeldung ist möglich unter digitalk@lwh.de. Und selbstverständlich hat das LWH neben den digitalen Veranstaltungen auch jede Menge Veranstaltungen im Haus, zu denen meine KollegInnen und ich Sie alle gerne herzlich begrüßen würden. Sie auch, Herr Dr. Probst, vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit. Hier machen wir aber erstmal einen Punkt. Herr Dr. Probst, ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Und Ihnen und allen weiterhin einen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich gefreut. Bis dann. Tschüss. Adieu.